Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in der Nähe von Grafrath, der größten Stadt, die wir hier haben auf der Map. Man sieht das auch relativ deutlich, ausgeprägtes Stadtwesen, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir hier ja noch die Mod vom Huge Dragon, die ganz neue. Busse, Tramme, alles mögliche hält hier an. Die können hier irgendwie durch die Waschanlage durch. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das genau hinkriegen. Wir haben gestern die Gleise verlegt, genau. Was wir aber noch nicht haben, das ist Kollege Linie. Das würde ich dann mal angehen. Allora. Einmal L, neue Linie. Und jetzt muss ich hier ein bisschen gucken. Ich habe die Mod-Beschreibung offen. Haltestellen 1 und 2 für Busse und Straßenbahn. 3 und 4 für Taxis. 13 und 14, also die Terminals, für Busse und Taxis. 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. 12 für Straßenbahn. Okay. Eigentlich müsste man... Nee, das Spiel weiß ja nicht, was wir wollen. Ich müsste hier die richtige Haltestelle erwischen. Aber ich weiß ja, welche die sind. Jetzt, aber wie kommen wir hier durch? Ich mache mal die Doppel-1, dann sehen wir hier auch was. Was muss ich denn hier anklicken, damit ich hier irgendwie durch die Waschanlage durchkomme? Ich mache mal den hier. Ich nehme das mal rein. Wir werden sehen, wenn wir die Straßenbahn auf die Schiene setzen, ob das funktioniert. Aber das müsste eigentlich schon. Wir können ja hier, lass mich mal schnell hier schnell gucken. Terminals, wo sind wir drin? In der 10. Jetzt gucke ich nochmal schnell. Die 10, ja, ist eine Straßenbahn. Also, das würde schon mal funktionieren. Dann, machen wir die Linie. Und zwar, wir würden dann gerne hier hin, dann dem Gleis folgen, das wäre hier, hier runter, dann halten wir hier. Dann geht das hier aber, glaube ich, weiter. Hier ist schon ein bisschen Verkehr, wie man sieht. Zack, einmal so, dann in die Richtung, jo, einmal hier. Ist eigentlich relativ einfach, weil man halt tatsächlich einfach den Gleisen folgen kann. Angenehm. Wo geht's weiter? Hier, ich glaube... Moment, eben den Gleisen folgen, Herr Heisenberg. Jetzt fragt er auch noch. Jetzt hat er gerade gesagt, wie es am einfachsten geht. Hier rauf. Dann haben wir hier wahrscheinlich so eine Art Doppelhalt. Da müsste, glaube ich, ein Bus auch halten können. Haben wir hier ein Gleis? Ja, hier haben wir ein Gleis. Was geht hier lang? Genau, dann geht das hier unten durch. Dann haben wir hier noch eine Haltestelle. Da könnten wir eigentlich auch halten. Nee, das geht nicht. Okay, dann müssen wir das wieder rausnehmen. Zack, einmal gelöscht. Hier lang, hier geht es wieder rein. Ne, da geht es eben nicht rein, sondern es geht eben zurück nach hier. Machen wir das so, dann hätten wir das. Und jetzt hätten wir das Ganze aber irgendwie auch noch gerne in die Gegenrichtung, sonst ist es nämlich ein. Ja, das ist tatsächlich gleisig. Ich sag bei City Skylines, bei jedem Stau, den wir haben, bei den Autos, ist es eingleisig oder zweigleisig. Dort ist es spurig, hier ist es gleisig. Ja gut, also zurück wollten wir. Wir sind hier Grafrath-Haltepunkt. Und dann gehen wir halt, jetzt muss ich überlegen, das wäre dann natürlich der letzte Punkt. Wir gehen von der 8 zur 7, dann müssten wir irgendwo eine 6 haben. Ja, denkste, doch hier ist die 6. Wäre jetzt auch komisch gewesen, hätte ich eine Haltestelle vergessen. Wäre auch nicht das erste Mal. Die 5, die 4, dann müssten wir hier nochmal was haben, das wäre die 3. Dann wollen wir jetzt... Ne, die haben wir nicht. Hätten wir die auch noch reinnehmen sollen? Oder ist das hier? Ich glaube, wir haben natürlich auch noch Busse. Das darf man auch nicht vergessen. Ich würde die mal weglassen. So, wir gehen hier oben rein. Und dann ist das Ganze abgeschlossen. Von Grafrath Anbau wollen wir nämlich wieder zurück nach hier hin. Das wäre Grafrath Haltepunkt. Gut, dann wäre das hier. Wo sind wir? Grafrath? Steht das irgendwo? Ja, dann kann ich es nämlich abschreiben. Grafrath... Tram. Machen wir einfach mal Tram. So, das würde auch passen. Jetzt weiß ich gar nicht. Doch, hier haben wir ein Depot. Sehe ich. Sind das Depot? Doch, Haltepunkt steht hier. Das müsste ein Depot sein. Ich gucke mal schnell. Jawohl, Fahrzeug kaufen und Bus oder Depot. Werden wir gleich wissen. Wenn es lädt, Fahrzeug kaufen, bitteschön. Gedrückt habe ich. Aha, sind die Straßenbahnen. Okay, was nehmen wir denn hier? Ich würde glatt sagen, das darf durchaus was Modernes sein. Was haben wir hier an modernen Straßenbahnen? Das sind Trolleybusse. Hier, diese Kaf. Haben wir die schon? Ich glaube nicht. Ich würde gerne die hier haben. Machen wir mal. Wie viele davon? Machen wir mal 4 Stück, weil vielleicht machen wir hier noch eine andere Linie, damit dort die anderen Terminals noch anlaufen können. Ich würde mal mit diesen 4 anfangen. Okay, die haben wir. Dann setzen wir die auf die Linie.
Mal gucken, ob es geht. Ja, eine Fehlermeldung. Okay. Wo rührt die her? Da kommt aber die Straßenbahn schon. Guck mal. Hier fährt sie raus. Oder hier fahren sie raus. Das sind ja zwei. Irgendwas konnten wir wieder nicht verbinden. Linie verwalten. Wir machen hier mal Repair. Aha, dann geht's. Okay, was auch immer da falsch war, es wurde vom Spiel berichtigt. Besten Dank dafür. So, stellen wir da auf Play, gehen runter. Weil wir wollen hier natürlich auch mitfahren. Ich würde mal sagen, wir steigen mal beim zweiten Tram ein. Und gucken uns das hier mal in Ruhe an. Und jetzt ist natürlich schon mit dem Tram mitfahren, sagen wir mal so, das ist fast wie mit einem Zug. Das ist was Neues. Weil, ja, wir kennen die Mod noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, was hier genau passiert. Mal gucken, fährt er jetzt durch die Waschanlage durch oder? Also jetzt fährt er mal durch die Mod durch. Das ist schon mal schön. Hier ist eine Haltestelle, nehme ich an. Jawohl. Wir können natürlich auch in die erste Straßenbahn rein. Ach komm, wir bleiben bei der zweiten. Finde ich jetzt gar nicht so falsch. Fährt die dann nochmal rechts? Ne, die fährt raus. Wir müssten rausfinden, welches Terminal zuständig ist für die Waschanlage. Ich gehe mal ganz kurz raus mit eurer Erlaubnis und mache mal den hier. Und dann schauen wir hier nochmal. Das sieht man hier nicht, wenn ich hier, Moment, Terminals mache. 11, 10. Doch, guck mal, die 10, wir sind ja die 10. Ne, wir sind ja der 2. Ich wollte in die 10 und das hat nicht geklappt. Aha, doch, ein Weg funktioniert, da sind wir in der 10 drin. Und hier sind wir in der 2 drin. Okay, aber die 10, also dann fährt er hier eigentlich schon durch. Aber nicht jetzt wahrscheinlich, jetzt fährt er erstmal durch die Stadt durch, sehe ich das richtig? Ja. Wir könnten ihn drehen. Wir lassen ihn mal 2-3 Meter fahren. So, jetzt drehen wir den Kollegen. Und jetzt mal gucken, was er jetzt macht. Jetzt müsste er ja eigentlich durch die Waschanlage durch, oder nicht? Jetzt dreht er wieder, echt jetzt? Wie kriegen wir das gebuppt? Sollen wir durch die ganze Stadt durchfahren? Finde ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend, muss ich... Oh, Moment, das ist aber mit der Cam ganz falsch. Wir steigen mal hier ein. Ja, ich möchte eigentlich nicht durch die ganze Stadt durch, weil es geht mir eigentlich nicht um die Straßenbahn, könnt ihr euch vorstellen, sondern es geht mir tatsächlich um die Mod da oben. Wir könnten natürlich noch eine Buslinie darauf machen. Ja, das könnten wir noch machen. Weil hier haben wir nichts anderes wie einfach eine Tramfahrt durch eine Stadt durch. Auch wenn es die größte ist, die wir haben. Ganz klar. Oder, Moment, vielleicht fährt er jetzt zurück. Wir werden es gleich sehen. Ist ja auch eine schöne Mod hier. Grafrad-Anbau. Wäre natürlich Grafrad... Oh nö, er fährt halt nicht zurück. Schade. Ist hier einer zugange? Hier oben. Nein, hier ist keiner. Ich versuche es nochmal mitdrehen. Jetzt geht er wahrscheinlich, oder fährt wahrscheinlich wieder hier rein, nehme ich an. Oder fährt er dran vorbei? Ne, er fährt nochmal rein. Okay, mit eurer Erlaubnis mache ich hier schnell Volldampf. Weil eben, wir wollen das nicht sehen. Wenn er jetzt halt wieder runterfährt, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Ja, wir werden das schon noch sehen, da bin ich überzeugt. Weil diese Waschanlage, die ist eben tatsächlich eigentlich animiert. Okay, wo düst er hin? Er fährt schon wieder hier runter. Ist es denn wahr? Okay, gut. Dann kriegen wir das so auf die Schnelle nicht gewuppt. Höchstens, wir hätten gerade einen Tram. Hier unten ist eins. Ein Tram, was schon relativ weit ist. Kommt, wir machen einfach Folgendes. Wir machen hier volle Pulle. Machen die Augen zu. Weil das wollen wir so nicht sehen, diese tiefliegenden Fahrzeuge. Hier ist es. Wir warten jetzt mal, bis das da oben ankommt. Und dann schauen wir, ob er da reinfährt. Oder ist hier sonst noch ein Tram unterwegs? Ich glaube nicht. Ne, ich sehe keins. Muss ich aber auch aufpassen, dass ich das nicht aus den Augen verliere. Wir nehmen das mal schnell rein hier. Ja, dann fährt er hier durch. Das können wir eigentlich mitnehmen. Kommt, das nehmen wir mit, weil das hier ist tatsächlich dann Großstadt. Ja, Großstadt in dem Sinne halt eben, dass wir hier halt hohe Häuser haben. Oh, und hier stehen Leute ohne Ende. Steigen die ein? Ja, ich glaube, die warten auf den Bus. Sowieso. Ah ne, ein paar steigen ein. Oh, ein paar ist gut. Guck mal unten. 43 von 43. Also, wir sind voll besetzt. Die Straßenbahn tut dem Städtchen gut. Das sehen wir. So, jetzt muss er doch eigentlich oben dann irgendwie in die 10 rein. Die 10 wäre ja die Waschanlage. Wir werden es gleich wissen. Das Tempo ist, glaube ich, doch. Das Tempo habe ich wieder normal gestellt. Jawohl, jetzt geht's hier Richtung Bahnhof und dann unter dem Bahnhof durch. Da haben wir noch ein bisschen Gehugel, sehe ich gerade.
Finde ich jetzt nicht so schön. Ja, ja, das ist so. Selbstmorddinger. Na gut. Wenn wir das jetzt korrigieren, dann haben wir wahrscheinlich den Effekt, ja, dass hier gar nichts mehr zusammenpasst. Weil es hat einen Grund, warum das Spiel das so gemacht hat, ist ganz klar. Ich sehe mal großzügig darüber hinweg. So, und jetzt wäre ich froh, wenn der Kollege hier vorne nochmal in den Bahnhof, nee, er sollte eben nicht mehr in den Bahnhof rein dort, also in den Busbahnhof, Trambahnhof, am Bahnhof, sondern er sollte dran vorbeifahren, weil das ja der letzte Haltepunkt ist. Unterwegs nach Grafrath Haltepunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ist das hier Grafrath Haltepunkt? Fahr geradeaus. Yes! Okay, jetzt müssten wir es haben. Jetzt müsst ihr dort tatsächlich, ja, durch die Waschanlage fahren. Werden wir gleich sehen. Also, nee, bevor ich... Oh, jetzt fährt er dran vorbei. Ist es denn? Wobei, er fährt, glaube ich... er fährt, glaube ich, hier hinten rein. Kann das sein? Weil hier ist ja nochmal ein Zugang. Jetzt links... Er kann gar nicht anders. Wie gut ist das denn? Weil dort haben wir gar keine Schienen. Also, gut. Dann müsste das doch jetzt funktionieren. Jetzt bin ich selber gespannt. Aber jetzt müsste er halt auch in die 10 rein. Aber das wird er auch machen. Das ist ja eigentlich vom Fahrplan vorgegeben. Also das müsste tatsächlich hinhauen. Wo fährst du hin, Kollege? Ist hier auch eine Waschanlage? Ach, das könnte natürlich sein, dass hier auch eine ist. Okay. Das sieht aber schon einfach nur gut aus. Hier ist die Waschanlage, guck mal. Sehr schön. Jawohl, das heißt, nach jeder Runde, die das Tram macht, wird sie hier tatsächlich nochmal gewaschen. Das ist schon sehr cool. Ja, es ist halt eine Mod vom Huge Dragon. Die sind schon alle speziell. Und halt speziell im Sinne dessen, dass sie alle großartig sind. Also da gab es, glaube ich, noch gar keine Mod, wo ich nicht irgendwann mal gestaunt habe. Und hier durch diese Mod durchfahren wir jetzt natürlich auch noch mit. Vielleicht so ein bisschen in der Twinfever-Gedenkansicht. Oder sagen wir nochmal hier aufs Dach. Komm, wir gehen nochmal aufs Dach. Dann haben wir eine schöne Sicht hier auf die ganze Mod. Und jetzt geht es hier vorne aber nochmal irgendwie in die Halle rein. Oder es müsste zumindest, eben, das ist ja eben, dass wir die 10 jetzt im Fahrplan drin haben. Na? Jawohl, er dreht und... Wow. Okay. Wird er hier nochmal... gewartet oder was passiert hier? Oh, da müsste sich da vorne das Tor aber noch öffnen. Ich gehe mal davon aus, das wird es. Boah. Wow. Okay. Huge Dragon pur. Wie gut ist das denn? Da geht einfach noch die Tür auf. Sensationell. Gut, fahren wir wieder raus. Und dann haben wir das hier. Jetzt würde ich aber sagen, wenn wir gerade bei dieser Mod sind, dann würde ich hier tatsächlich auch gerne noch Busse haben. Weil die Mod ist ja tatsächlich ausgelegt für Straßenbahn und Busse. Dann machen wir hier noch eine Buslinie hin. Da würde ich jetzt nicht mal eine riesige machen. Jetzt haben wir gerade noch ein Autosave. Oh, aber das ist schon sehr, sehr cool. Also das muss ich schon sagen. Vielleicht nochmal hier kurz so gucken. So, wie er sich hier rumschlängelt, der Kollege. Ja, das ist schon chefmäßig. Also da muss ich wirklich sagen, das ist komplett chefmäßig, das Ding. Gut, also Busse. Ja, von wo nach wo? Ich würde sagen, vielleicht vom Zentrum zum Bahnhof. Das wäre dann hier wieder. Oder so eine Querlinie. Dass wir da im Prinzip einfach das hier unterstützen. Weil man sieht, wir haben hier tatsächlich auch Leute. Wobei es geht, jetzt sind halt hier natürlich noch die Straßenbahnen unterwegs. Hier haben wir viele Leute. Dass wir das noch mitnehmen. Wo müssen wir dann durch? Dann könnten wir hier hin. Ja, wir machen Folgendes. Da brauchen wir ja keine Schiene logischerweise. Sondern eine neue Linie. Von hier nach da. Vielleicht außenrum. Ne, da ist die Straßenbahn unterwegs. Hier ist ein Bus. Und dann ist hier ein Bus. Und dann drehen wir hier und gehen hier wieder zurück. Habe ich den nachher einen Weg drin? Jawohl, dann geht es wieder zur Brunnenstraße. Eben keine Riesenlinie. Mir geht es wirklich primär darum. Ach, jetzt habe ich aber hier oben den Kollegen vergessen. Moment, vor Grafrath würden wir gerne hier noch rein. Grafrath Haltepunkt, das ist aber falsch. Oh, kommt, wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal, weil das ist ja blöd, wenn ich irgendwas vergessen habe. Weil wir beginnen natürlich hier. Also von hier runter. Ich mache mal noch die Doppel-1. Wenn ich sie finde. So, dann haben wir hier auch ein bisschen Farbe. Also hier hin. Hier haben wir gesagt, dann düsen wir hier runter. Und dort drehen wir beim Ahornweg. Fahren wieder zurück. Dann wieder hier lang natürlich.
dann wieder hier rein und dann geht es nämlich automatisch, logischerweise, hier von Grafrath Anbau wieder zum ersten Punkt. Das wäre hier Grafrath Haltepunkt. Sehr gut. Aber ich möchte hier irgendwie diesen Haltepunkt, das finde ich doof, Grafrath, Tram, machen wir hier Trambus, Zentrale, wenn ich es dann richtig schreibe, nicht eine Zentrale, Zentrale, Grafrath, habe ich da Tran geschrieben, echt jetzt, okay, da machen wir noch ein M draus, einmal so, Buszentrale, da müssen wir nicht konfigurieren, da müssen wir Enter drücken und dann haben wir das, dann eben, Depots haben wir ja, ich nehme mal an, das hier werden die Busdepots sein, wir gucken schnell, jawohl, beliebige Güter, Typen, Passagiere. Hätten wir gerne, hätte ich auch hier klicken können. Und dann, ja, vielleicht tatsächlich auch irgendwie was eher Modernes. Was ist denn das hier? Kurus Zitiri irgendwas. Nee, ist so ein Aussichtsbus. Ja, ich glaube, der passt hier tatsächlich nicht. Taxis hätten wir noch, hätte man auch noch einrichten können. Weil Taxi-Halteplätze hat es da ja auch. Können wir ja mal noch machen. Ich möchte aber jetzt hier nicht irgendwie 5 Folgen tatsächlich mit dem Ding hier verbringen. Auch wenn es natürlich sehr cool ist, nicht falsch verstehen. Bus. Hier irgendwie so ein Tirol in Gelb. Dann hat Grafrath hier noch gelbe Busse. Würde ich mal machen. Machen wir mal 5 Stück. Kaufen. Wäre dann zuweisen. Die Linie 1, da haben wir einen Moment. Da muss ich noch schnell was machen. Die Linie 1 wäre dann natürlich Graf. Graf. Machen F. Rad. Grafrath, Bus, und da machen wir die Römisch 2, weil wir haben hier schon Busse. Also, die Römisch 2 haben wir auch. Das heißt, ich müsste jetzt das Depot wiederfinden. Da haben wir es. Grafrath, Bus 2. Hier habe ich jetzt ein großes U gemacht. Ist es denn wahr? Wo kommt hier der Bus raus? Hier unten. Schnell Pause machen. Ich muss dieses große U noch korrigieren. Weil das wollen wir so nicht. So, einfach den und dann diesen. Jawohl, und dann haben wir's. Jetzt würde ich hier aber noch gern gucken, wo geht der Bus hier rein? Bei den Terminals. In die 3. Er geht nur in die 3. Die 3 ist für Taxis bestimmt, steht hier. Das ist eigentlich kein Taxi. Haben wir irgendwo noch Busse? 1 und 2 wäre für Busse und Straßenbahn. 13 und 14 für Busse und Taxis. Ja, machen wir hier mal die 13. Mal gucken, ob das geht oder ob wir eine Fehlermeldung kriegen. Nö, geht. Okay, gut, dann machen wir das natürlich so. Einmal hier runter. Und hier haben wir den Bus und hinten schön die Straßenbahn. Sehr nett. Steigen wir mal beim ersten an. Ich gehe mal davon aus, der wird jetzt wahrscheinlich halt einfach schlicht und einfach wieder in die Stadt reinfahren, hier der Kollege. Ja, schön mit einer Hupe, klingt wieder wie ein Wecker. Oh, ist ja grauslich. Klingt natürlich wie ein Wecker. Aber schön hier parallel zur Straßenbahn. Tja, ne, guck mal, da hinten ist noch ein Lastwagen mit einer Straßenbahn drauf. Und hinten kommt gerade einer tatsächlich aus der Waschanlage raus, beziehungsweise aus der Halle. Nicht aus der Waschanlage. So, einer hier lang. Ja, wir fahren dem einfach hinterher, so wie es aussieht. Okay. So, kurze Pause. Sorry, das Übliche. Eine Katze und, ja, Einwohner dieser Wohnung. Gut, das ist ja stehen geblieben. Ja, genau, dass wir die Busse hier noch gemacht haben. Die fahren jetzt halt auch irgendwie alle erstmal in die Stadt rein und offensichtlich nicht hier durch. Das ist aber nicht so schlimm. Wir haben es ja mit der Straßenbahn gesehen. Wichtig ist mir, dass wir hier ein bisschen Leben haben. Ja, und da würde ich sagen, das haben wir ja. Also, dann können wir das soweit abschließen. Jetzt habe ich gesagt, als nächstes wäre dann wahrscheinlich mal die Unilinie fällig. Ich würde das gerne nochmal um eine Aktion sozusagen verschieben und gerne nochmal zu dem hier zurückkommen. Also nicht zum Stadler Butler in Doppeltraktion, sondern tatsächlich irgendwie zum Güterverkehr, dass wir hier nochmal was machen. Eine Linie und danach würde ich dann aber tatsächlich sagen, ja, gehen wir tatsächlich zur Unilinie über. So, natürlich nochmal eine Störung. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich irgendwie, ja, so eine Lampe bräuchte. Wo man sieht, hier ist Aufnahme, bitte nicht einfach reinlaufen. Was ich jetzt auch gerade sehe. Naja, nee, das hält sich ja im Rahmen. Das ist okay soweit, das können wir so lassen. Ich dachte gerade, da müsste man vielleicht irgendwie noch eine Verstärkung reinmachen. Müssen wir aber nicht.
Ich würde sagen, wir schauen mal in den Städtchen selber. Wir haben nämlich wirklich noch ein, zwei Städte, da fehlen teilweise Güter. Hier schon mal nicht, das sehen wir hier. Das ist, oh, was mir natürlich jetzt auch auffällt, jetzt weiß ich wieder nicht, wie lange die Folge dauert. Weil ich gestört wurde. Hier haben wir auch alles. Ich glaube, LE war doch so ein Kandidat. Oder Köln? Ne, Köln hat mit Sicherheit auch beides. Jawohl, haben sie auch. LE. Wo haben wir denn LE? Hier unten. Hier fehlt doch noch was, oder nicht? Ich denke, ich habe das sogar gelesen mal noch. Die Maschinen. Aha. Okay, das können wir nochmal kontrollieren. Jawohl, Maschinen kriegen wir nicht. Waren? Kriegen wir. 5. Gut, also man sieht... Ja, wir kriegen nicht genug, aber wir kriegen. Also, das ist ja nicht der Ausschlag, sondern der Ausschlag ist, dass die hier tatsächlich keine Maschinen kriegen. Jetzt haben sie hier unten... ich weiß sogar, wie das geht. Das geht mit den LKWs. Aber was haben wir denn hier für ein Ding? Oder kriegen die... Moment. Jetzt muss ich schnell gucken. Wenn wir hier das Auge aktivieren. Baumaterial. Aha, das kommt hier so an. Wir haben hier doch aber auch noch eine LKW-Linie. Was macht die denn? Los Angeles Donald, LKW-Waren... Hier, Los Angeles Maschinen. Das funktioniert ja offensichtlich hervorragend. Hier, das sind diese LKWs. Ja, die transportieren keine Maschinen. Warum dies, warum das? Da gehen wir mal schnell gucken. Das ist zwar jetzt nicht eigentlich die Idee, die ich gerade hatte, nämlich dass wir eine neue Güterzuglinie machen. Aber irgendwie scheint das hier ja komplett nicht zu funktionieren. Wo düsen die denn hin? Das ist aber auch wieder eine Farbe hier. Sag mal, machen wir mal rot. Die düsen hier rauf. Okay, und hier wäre eigentlich die Maschinenfabrik. Haben wir hier einen Anschluss? Einen Anschluss haben wir. Was wir nicht haben, sind Maschinen. Warum haben wir keine Maschinen? Weil wir Stahl haben ohne Ende. Sehen wir hier. Was wir nicht haben, ist Holz. Oder viel zu wenig. Das ist interessant. Obwohl wir hier vom Sägewerk eigentlich eine Lieferung kriegen würden. Im Idealfall. Oder ist da gerade was gekommen? Schauen wir nochmal, jetzt liegen hier Brötchen rum. Ist es denn wahr? Warum liegen denn jetzt hier Brötchen rum? Wir brauchen keine Brötchen. Ne, guck mal, Holz funktioniert nicht. Was transportiert er hier unten? Er würde Holz transportieren. Okay, jetzt müssen wir der Sache mal auf den Grund gehen. Also, das wäre hier hinten. Der fährt hier rein. Was? Wie heißt das Ding? Bretterzubringer Maschinenfabrik. Von hier die Bretter. Warum dies? Ist das irgendwie eine Linie, die... von der anderen profitiert. Also im Sinne dessen, dass hier jemand anderes die Bretter bringt und wir sie dann übernehmen. Weil hier kriegen wir keine Bretter. Das ist ja keine Bretterfabrik. Das ist schon so. Dass wir düsen nach hier hinten, okay, und würden hier die Bretter hinbringen. Das wäre soweit richtig. Aber das können wir nicht von hier unten. Haben wir hier irgendwie einen Zubringer? Wir schauen mal schnell in die Linien rein. Da ist es ja schon. Bretterzubringer Maschinenfabrik. Die rote Linie. Aha. Ja, aber hier fährt hier drin ist keine rote Linie. Bretterzubringer Maschinenfabrik, das wäre genau. Ach so, nee, ist das? Nee, das ist ja unsere eben. Ja, das ist ja auch ein Zubringer. Hier Bretterstahlfabrik, da haben wir es doch. Das habe ich gesucht. Das bräuchten wir mal. Mal gucken, was hier ist. Das führt hier rauf. So, ist ja auch interessant, mal wieder irgendwie so eine Cargo-Linie zurückverfolgen. Stehen hier Züge? Hier stehen Züge. Hier stehen Züge. Ich habe es fast vermutet. Okay. Das ist Getreide. Nachweislich. Oh, das ist natürlich eine ewig lange Strecke. Heieiei. Okay, hier fahren die hin. Hier liegen irgendwie auch keine Bretter rum. Ist das hier? Nee, das ist Holz. Nee, das ist wieder was anderes. Wir düsen ja noch weiter. Heieiei. Okay, hier einmal um eine Kurve rum. Und dann haben wir die Bretter hier. Und die liegen hier auch rum. Ja gut, aber ist natürlich logisch. Ist das wieder was anderes? Ja, das sind die Bretter, die nach hier hinten gehen. Okay. Nehme ich an, beziehungsweise... Naja, das ist schon richtig. Wir brauchen die andere Linie nochmal. Weil hier die Züge stehen. Das müssen wir jetzt entschlüsseln. Weil ich wollte gerade sagen, da könnten wir natürlich ein paar zusätzliche Züge raufsetzen. Ja, bringt nichts. Nicht, wenn die hier alle stehen. Hier, der ist auch. Der wäre sogar beladen. Das müsste genau wieder unsere Linie sein eigentlich. Bretterstahlfabrik. Jawohl, ist er auch. Warum stehen die hier? Jetzt müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Hier sind wir letztens mit einem anderen Zug unterwegs gewesen. Tatsächlich. Also mit einer anderen Linie. Hier haben wir ein Einfädeln. Das ist aber soweit okay. Der steht halt hier und wartet. Der wartet.
Weil hier im Tunnel drin wahrscheinlich noch einer ist, beziehungsweise hier vorne. Der wartet in die Richtung, der wartet dann wieder in die Richtung. Wir müssen das mal, da wartet der Donald, den habe ich sogar gemeint. Sind wir auf Play? Ja. Sieht nicht so ganz aus, wenn hier alles rumsteht. Aber hier hinten ist dann Ruhe. Also Anfang tut's hier, beziehungsweise ja, das ist in dem Fall wahrscheinlich das Ende. Werden der richtig? Wenn ich hier mal alle Linien aufrufe. Ja, der fährt schon richtig. Also Gegenverkehr haben wir hier nicht. Das ist schon mal in Ordnung. Dann würde der gerne nach hier vorne fahren. Das kann er nicht, weil der steht. Jetzt müssen wir das Ganze zurück machen. Er hier. Geht wieder hier hin. Und da, also irgendwo muss einer irgendwas blockieren, so wie das aussieht. Weil hier vorne ist wieder Feierabend. Hier, hier haben wir ein Signal, hier haben wir aber keinen Zug mehr. Aber wo blockiert denn hier einer was? Also der blockiert eigentlich nicht, der blockiert nicht. Der könnte doch eigentlich fahren. Ich drehe den mal. Ich drehe ihn nochmal. Dann hält er hier wieder an. Aha, der möchte hier lang. Okay, der möchte hier zwischendurch. Und dann hängt der hier drauf. Ja, jetzt haben wir es bereits. Guck mal. Da sind die Züge zu lang oder die Weiche ist zu kurz. Da würde ich mal ganz schnell den Bagger nehmen. Und mich schon mal entschuldigen, falls die Folge zu lang wird oder zu kurz. Weil, ja, das müssen wir jetzt schon schnell reparieren. Also die Weiche wäre hier weg. Dann schnappen wir uns hier ein Gleis. Das ist eigentlich egal welches, wenn es nicht gerade das 15 km/h Gleis ist. Und machen die Weiche hier hin. Oh, da ist die Krümmung zu groß. Das würde ich trotzdem bauen, weil wir müssen das so haben. Das geht nicht anders, das haben wir gesehen. Sonst sind die Züge zu lang. Okay, der Tambo, dann würde ich hier vorne noch ein Signal hinsetzen. Ist jetzt aber nicht, dass die... Achso, ich bin auf Pause. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt nicht, dass die da fröhlich davon fahren. Gerade mal gar nicht. Ein Signal wäre... Moment, nicht hier, sondern hier vorne. Nee, das ist ja richtig. Hier brauche ich das Signal, auf der Seite. In die Richtung. So, das würde passen. Mhm. Achso, jetzt auf Play gehen natürlich. Und wir sehen... Jawohl, jetzt setzen sich sogar beide in Bewegung. Wunderbar. Der hat aber gemerkt, nee, nee, ich habe noch keine freie Fahrt. Und der fährt hier bis hier hin und dann ist auch Feierabend. Ja, das ist natürlich Käse. Dreh dich nochmal. Fährt er wieder zurück. Da müsste schon sozusagen der Logische zuerst fahren. Hängt er hier wieder drauf? Jetzt haben wir sogar eine Fehlermeldung, guck mal. Die hatten wir vorher nicht. Züge blockieren sich gegenseitig. Wir machen nochmal eine Drehung, dann ist es weg. Er kann aber trotzdem nicht fahren, weil der hier steht. Wir machen hier mal noch ein Signal hin, dann kann der wesentlich ein bisschen weiterfahren. So, einmal Signal, dann könnte irgendeiner von euch hier, zum Beispiel der, genau sich in Bewegung setzen und hier runter. Und dann ist aber trotzdem hier auch irgendwie das Problem. Interessanterweise. Hier vorne ist... Da ist nach der Weiche das Signal. Das ist falsch. Moment. Das machen wir hier hin. Jetzt haben wir gerade noch ein Autosave. Das kommt weg. Das habe ich übersehen, als wir wahrscheinlich die Ausfädelung gemacht haben. Jetzt müsste er doch fahren können, sobald Kollege Autosave weg ist, weil er blockiert. Na. Ja, weil er setzt sich in Gang und fährt los. Ja, das ist ja wunderbar. Okay, da würde ich sagen, das passt jetzt wieder soweit. Wir werden das aber trotzdem noch mal im Auge behalten. Weil wir brauchen die Bretter da unten. Gut, wie gesagt, falls die Folge ein bisschen zu kurz ist, ich glaube es nicht mal, dann sorry dafür. Das ist halt, wenn man immer mal wieder gestört wird, das ist halt hier auch ein Haushalt. Das muss man halt auch sagen, das ist nicht ein Büro in dem Sinne. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Allerdings, guck mal, er möchte irgendwie immer noch nicht fahren. Warum haben wir denn hier nochmal ein Signal? Das ist doch auch falsch. Nimm das mal weg. So, jetzt fährt er. Okay. Gut, jetzt hat er das Signal vor der Weiche. Ne, er fährt nicht, er hat sich anders überlegt. Wir drehen den nochmal. Wir machen jetzt aber trotzdem Break hier. Ja, jetzt haben wir da die Fehlermeldung. Ich drehe wieder. Und dann bleibt er da stehen. Okay, wir werden uns das morgen noch ansehen. Nochmal genau. Tschüss, sagen wir mit einem Zug, der fährt. Das wäre ja der TGV. Danke fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.